durch die Höhle. Ich höre schon wieder gar nichts mehr. Vielleicht ist es auch weiter in dieser Richtung noch. Oder weiter unten. Ich habe keine Ahnung, wo genau die Höhle ist. Hier höre ich schon wieder gar nichts. Es kann doch nicht so schwer sein, eine Höhle zu finden. Hallo? Eisen finden wir hier noch. Wir finden hier alles außer die Höhle. Oh, und zwar ganz schön viel Eisen. Das nehmen wir natürlich gleich mit. Aber wir hören hier wieder nichts mehr. Also zurück. Das muss hier doch irgendwo sein. Wo ist diese verfluchte Höhle? Ich höre schon wieder gar nichts von denen. Und hier höre ich sie total laut. Hier wird's leiser. Hier ist Eisen. So, wir gehen jetzt nochmal hoch. Und dann gucken wir gleich nochmal. Aber irgendwie finde ich's nicht. Ich höre sie, aber ich finde sie nicht. Wahrscheinlich ist jetzt Nacht. Ja. Und eine Spinne sitzt oben auf unserem Dach. Kannst du da runterkommen? Komm. Spinni, Spinni, Spinni. So, und dann gehen wir nochmal schlafen. Kann natürlich jetzt sein, dass wir die Zombies von draußen gehört haben. Das weiß ich jetzt nicht genau. Rand. Dann haben wir hier sowieso noch Eisen, aber wir haben auch noch gebranntes Eisen. Insofern lassen wir das erstmal und bauen dann stattdessen mal weiter. Hatten wir nicht noch einen Stack? Und das Glas sollten wir natürlich auch mitnehmen. Gut. Spinnenweben brauchen wir gerade nicht. Das ist gerade auch egal. Ein paar Steintreppen. Ein paar mehr Steintreppen. So, 64. Dann haben wir 20 Holztreppen. Davon will ich eigentlich auch noch ein paar mehr.
40 sollte doch erstmal reichen. Wir haben aber eigentlich noch genug Steine, um uns noch mehr Steintreppen machen zu können. Achso, das wollte ich nicht alles verbraten. Sondern ich wollte eigentlich so ein paar, fällt mir jetzt natürlich auf, paar dieser Säulen wollte ich aus normalem Holz machen. So. Hier natürlich auch noch. Nein. Machen wir später. Machen wir gleich. Diese Ecksäulen nämlich können wir aus normalem Holz bauen. Dann gehen wir hier jetzt einfach mal direkt so hoch. Können die hier setzen. Hinten in der Ecke wollen wir die natürlich auch ersetzen. Autsch. Und zwar hier. Hoch, hoch, hoch. Und die hier auch. Und dann fehlt uns nur noch... Autsch. Licht überhaupt ersetzen? Ja, sieht glaube ich besser aus. Dann aber wahrscheinlich auch die hier. Sonst sieht es natürlich ungleichmäßig aus. Autsch. Können wir den nicht auch irgendwie noch ersetzen durch Glas? So. Dann haben wir zumindest schon mal das. Ja, das stimmt. So. Natürlich, da ist eine Kiste im Weg. Oh, ich mache mir jetzt nochmal eine Spitzhacke schnell. 1, 2, 3. Und 1, 2. 1, 2, 3. Zack, zack. Zap und zap. Und hier noch. Jetzt müssen wir hier eigentlich nach oben. Das müssen wir gleich aus der anderen Richtung natürlich auch noch machen. So. Das ist natürlich im Creative-Modus deutlich leichter, so die Blöcke mal zu setzen. So. Wie viele habe ich denn hier jetzt schon? 3 Stück. Dann machen wir auf der anderen Seite nämlich auch schon mal 3. Ich habe viel zu wenig gecraftet, ne? Ich habe auch viel zu wenig Steine, glaube ich, im Moment dafür. So, hier muss ich jetzt aber aufpassen, also nicht wegen dem Wasser, sondern hier. 1, 2, zack.
die dürfen wir nämlich nur bis hier so richtig weitermachen. Dann oh, ich müsste eigentlich echt schon mal eine kleine Plattform hier im zweiten Stock machen und da dann eine Treppe hochbauen. Moment. Geht natürlich auch erstmal so. Sieht nicht schön aus, aber ist praktikabel. Ja. Genau so wollten wir das. Einfach da wieder runterfallen. Upsala. Und die... Reicht das noch? 57 haben wir schon mal wieder. Aber das reicht auf jeden Fall hinten und vorne noch nicht. Für das, was wir hier vorhaben. Solange ich hier jetzt nicht wieder direkt runterlaufe, ist ja alles gut. Gut, dann haben wir hier die dritte Reihe. Dann haben wir auf beiden Seiten schon mal gleich viel. Den, den, den und den. Und dann können wir schon eine vierte Reihe auf jeden Fall machen. Ich glaube, wir können sogar fast schon eine fünfte Reihe machen. Baue das jetzt hier schon mal vor am Rand. Ups. Mhm. Na komm. Der muss natürlich weg. Wieder. So. Eine vierte und eine fünfte. Jetzt gucken wir doch mal. Die können wir auch noch mal ruhig hinsetzen. So. Und wunderschönes Dach. Das reißen wir hier natürlich wieder alles ab. Und dann können wir gleich auf jeden Fall nochmal weiter überlegen. Ist die Axt auch kaputt? Hier scheint da oben irgendwo runter zu backen. So. Jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir diese Terrasse hier gleich gut integrieren. Deswegen bin ich hier mit dem Dach immer noch am Überlegen. Weil das hier gehört ja eigentlich nur als Terrasse. Da braucht es ja noch kein Dach. Wenn wir das jetzt ab dieser Höhe hier sonst. Und ab dieser Höhe können wir schon, wenn wir das jetzt einfach so mitnehmen. Das müsste doch einigermaßen akzeptabel aussehen. Und hier müssen wir natürlich am Rand noch einen mitsetzen. Also einen vernünftig mitsetzen. Wartet. So.
So könnte das aussehen. Ach, jetzt ist das Holz weg und der natürlich auch noch falsch gesetzt. Aber so soll es aussehen. Denn das hier soll natürlich so eine Stütze sein. Falls ihr das noch nicht erkannt habt. Ist das schon die richtige Höhe? Ja.